whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Herzlich willkommen im The Whisky Store, dem Treffpunkt feiner Geister. Und grüezi noch ein zweites Mal aus der Schweiz. Ja, heute habe ich den zweiten Single Malt Whisky der Langenthun Brennerei. Nee, der Langenthal Brennerei mit Namen Langenthun. Und der trägt den Zusatz Old Bear Smoky, also alter Bär, also ein Bär drauf zu sehen. Smoky, also ein rauchiger Whisky. Und wir führen ihn in der Fassstärke-Abfüllung und probieren werde ich hier allerdings nur die 40 Volumenprozente Abfüllung, die wir nicht führen, aber das sollte nicht so weit schaden, weil ich grundsätzlich ja meine Whiskys runterverdünne und ich hier die Originalfassstärken nie probiere. Die Flasche, die Sie hier sehen, ist auch nicht die Originalfassstärke. Auch die Flasche hat nur 40 Volumenprozente. Sie ist schon vergleichsweise dunkel, weil die Reifung in Ex-Sherry-Fässern und in Châteauneuf-du-Pape-Fässern stattfand. Und die sind Rotweinfässer im südlichen Rhone-Bereich. Ja, und da lassen Sie mich gleich beginnen, weil das, was über Langenthun zu sagen war, habe ich in dem anderen Video gesagt und da lesen Sie bitte dann gleich, sehen Sie es bitte gleich auch noch an. Da erfahren Sie dann die ganzen Hintergründe über die Brennerei, den Gründer, wo sie liegt und so weiter und so fort. Und jetzt kümmern wir uns hier um den rauchigen Single Malt Whisky. Ja, der Rauch ist deutlich, aber er ist nicht so dominant, wie ich jetzt erwartet habe. Wenn ich ihn so beziffern sollte, würde ich sagen 5 bis 10 ppm vergleichsweise verhalten, aber schön aromatisch. Aber er überdeckt schon, weil er so jung, der Whisky ist erst 3 Jahre alt, weil der Whisky so jung ist, überdeckt er den Geschmack ziemlich deutlich, dass also zuerst jetzt nur Rauch da ist. Ja, jetzt kommt ein bisschen Eiche nach, jetzt kommen dann die Châteauneuf-du-Pape-Fässer und die Sherry-Fässer, die europäische Eiche. Kommt und macht die Sache ein bisschen rauchiger und bringt dann die Frucht vom Sherry und von den Rotweintrauben. Tja, dann probieren wir gleich. Ziemlich malzig. Der Rauch wird jetzt aromatischer und im Hintergrund ist so ein weiniger Ton. Also nach Wein, nicht nach Tränen, ein weiniger Ton. Und das dürfte von diesen Châteauneuf-du-Pape-Fässern kommen. Aber im Hintergrund kommt auch jetzt neben dem Malz noch eine zarte Süße hinterher. Sehr, sehr angenehm. Und der Rauch ist nicht so dominant. Im Aroma jetzt schon, weil er durch seine Jugend noch nicht so viel zu bieten hat. Aber im Geschmack passt sich dann der Rauch wunderbar ein. Und ich kann mir vorstellen, dass die Fassstärke da einen deutlichen Kontrapunkt setzt und der höhere Alkoholgehalt da also die Aromen noch weiter treibt und es doch noch ein deutlicheres Aromenerlebnis gibt. Ja, ein handwerklich sehr gut gemachter Whisky, der ganz dicht an dem schottischen Original dran ist, der aber mit ein bisschen mehr Reifezeit sicherlich im Aroma noch zulegen könnte, sodass neben den Rauchnoten dann die Eiche noch deutlicher zum Tragen käme. Ja, da muss man jetzt ein bisschen warten, bis der Rauch sich, bis die Nase sich an den Rauch gewöhnt hat. Ja, auch schön gelungen. Wenn ich mich entscheiden sollte, ob ich jetzt den Old Beer oder den Old Deer wählen sollte, den nicht rauchigen Langenthun, tja, ich wüsste nicht, was ich nehmen sollte. Keine Ahnung, schmecken mir beide gut und für so einen jungen Single Malt Whisky sind sie ganz besonders gut. Tja, schauen Sie bei uns im Shopsystem um, noch haben wir die Flaschen alle da. Vielleicht werden sie auch in den nächsten Jahren, so wenn sie denn das Video in ein paar Jahren sehen, wir schreiben jetzt das Jahr 2012,
vielleicht auch noch ein bisschen älter. Es würde mich freuen, wenn hier die Langerthun-Brennerei in Zukunft dann doch Erfolg hätte und diesen Single Malt Whisky am Markt gut etablieren könnte. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.